Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. Oh, wir haben schon wieder hohe Temperaturen. Jo, gestern habe ich mal nochmal die Ungerechtigkeit unserer Welt zu spüren bekommen. Ja, jo, so ist das halt eben, ne? Man hat so als lieber Mensch, hat man wirklich den Eindruck, man ist hier falsch, ne? Jo. Ich will heute mal die Wochenlegung machen, die ist ab dem 12. Ne? Jo. Nachher bekomme ich meine Haare geschnitten. Ja, deswegen mache ich das jetzt sofort. Ne? Jo. Jo, man blickt so auf sein Leben zurück und denkt, ne, ich bin jetzt 60. Ne? Jo, und was da alles schief gelaufen ist. Ne? Und meistens durch schlechte Menschen. Ne? Hauptsächlich eigentlich durch schlechte Menschen. Ne? Die wohl schon in meinen Augen extrem vermehrt haben. Ne? Komm her, Maria, ein letztes Glas, genießen wir den Augenblick. Ab morgen gibt's statt Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns noch mal ein, so viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel. Und ihre Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter. Sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter. Und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. Ja, steht auch so in der Offenbarung, ne? Ja, könnt ihr ja mal lesen, die Offenbarung des Johannes, ne? So, ich habe heute die Cloudburst-Orakel von der Nadine Breitenstein, die Göttin von Doreen Vertue, und dann habe ich mal die Tarot-Lenormand von der Angelina Schulze für nächste Woche, ne? Bin auch ganz durcheinander, ich erlebe nur noch Mist, ne? Ja. Im Namen Gottes. So wie es in der Offenbarung steht, wird alles immer schlimmer. Ja? Im Namen Gottes. Aber es wird auch bald die große Abrechnung kommen. Ne? Gott guckt auch zu. So, was ist denn nächste Woche wichtig? Liebe geistige Welt. Im Namen Gottes. Sag, hier wird etwas beendet. Hier trennst du dich von etwas, hier kommst du zu einem Abschied, du lässt etwas los. Es kann auch sein, dass du total im Stillstand bist, ne? Dass etwas in dir gestorben ist. Ne? Ja, vielleicht. Also was bei mir mal gestorben ist, ich habe gemerkt, auf dieser Welt gibt es keine Gerechtigkeit mehr. Ne? Ja. Ja. Hier wird etwas beendet. Ich denke, etwas, was negativ war. Dafür läuft die Zeit ab. Ne? Hier dreht sich die Zeit auch immer schneller. Ne? Man muss trotzdem noch ein bisschen Geduld haben, abwarten. Jo, es kommt zu langsamem Wachstum. Ne? So. Und zwar greift das Schicksal jetzt ein im Namen Gottes. Das Rädchen dreht sich zugunsten von den Guten. Ne? Ja. Hier beginnt ein neuer Kreislauf, ein schicksalshafter Kreislauf. Ne? Dinge, die wohl sehr negativ waren, die werden beendet, ne? Und die Guten, ich sag jetzt mal, werden gerettet, ne? Jo. Wer sich ein bisschen mit der Materie auskennt, der könnt ja mal ein bisschen im Internet gucken, ne? Jo. Also hier greift das Schicksal ein. Ich denke, weil du das selbst irgendwie nicht mehr schaffst, ne? Drehst dich immer nur im Kreis, ne? Die Zeit wird dir zu lang, ne? Ja. Ja, du wirst aber deine Ernte kriegen. Du wirst etwas bekommen, kleines Geld, ein Gewinn. Tatsächlich habe ich mal Lotto gespielt. Ne? Jo, ich habe tatsächlich so kleinen Betrag. Ne? Jo, 2,50 € oder so. Egal, man muss auch mit wenigen Dingen glücklich sein. Ne? Jo. Genau. Hier kriegst du mal ein bisschen Ernte. Ne? Im Namen Gottes. Nächste Woche. Wie geht es ja nächste Woche weiter? Also hier greift das Schicksal ein. Ne? Jo.
Oh, ja, hast du es mit vielen Feinden zu tun. Guck mal, wie der aussieht, ne? Hässlich, ne? Ich gucke ja immer gerne meinen Charme, zauberhafte Hexe, da wird der Antichrist ja auch extrem ekelhaft dargestellt, ne? Das ist ja auch, ne? Das pure Böse, ne? Da hast du es damit zu tun. Feinde, Verrat, Abhängigkeiten, Maßlosigkeiten, ne? Eventuell ist hier jemand süchtig, ne? Jemand, der wohl dir sehr schadet und bewusst schaden möchte. Ne? Ja. Sei kein Schaf, ne? Und lass dich von diesen Leuten nicht ausnutzen. Du gibst wahrscheinlich um den lieben Frieden willen immer nach. Ne? Also ich habe das auch gestern gemacht. Ne? Die andere Seite, die hat sich geweigert nachzugeben. Ne? Ja. Sei kein Schaf, lass dich nicht ausnutzen. Ne? Du wirst hier nur ausgenutzt. Ne? Und da greift das Schicksal auch ein, ja. Vielleicht ist doch in dir gestorben, dass du noch an die Gerechtigkeit noch so ein bisschen geglaubt hast auf der Erde, ne? So, scheinbar geht's nächste Woche damit weiter, ne? Im Namen Gottes. Was kommt denn noch nächste Woche? Wer nie durch Scherben ging, hat nie gelebt, wer nie am seidnen Faden hing, weiß nicht, wie es geht. Wer nie sein Herz verlor, weiß nichts vom Glück. Wer nie gegeben hat, der kriegt auch nichts zurück. Letztendlich kriegt jeder sein Karma und wird ernten, was er gesät hat, im Namen Gottes. Ja. Freiheit, also du bist nicht frei und fühlst dich auch nicht frei. Freiheit ist das höchste Gut. Wer oder was fesselt dich? Entferne dich von diesen Leuten. Das sind ja auch immer nur toxische Leute, ne? Die haben ja keine Partner, die machen ja Gefangene. Ja, du bist im Moment in einer Zwangspause. Vielleicht bist du krank geworden, ne? Tiefer Grat, da tut sich vor dir auf, ne? Das Leben bremst dich gerade absichtlich aus. Jo. Weil du musst gucken, du wirst zur Besonnenheit gemahnt, ne, dass du mehr auf Tisch guckst. Ne? Und hier haben wir sie schon im Namen Gottes, die Krokodile, ne, die wo im Wasser warten auf ihre Opfer, schnellen dann raus, da gucken ja nur die Augen raus. Ne? Ja, ich habe übrigens Angst vor denen, ne? Würde ich niemals nach Florida ziehen. Ne? Wer auch immer gerade versucht, dich zu bekämpfen oder dir etwas neidet, niemand kann dir das Wasser reichen, ne? Denke, da steht's daran, ne? Auch wenn du vielleicht ein bisschen angeschlagen bist, so bist du doch mental stark, ne? Im Namen Gottes. Wie geht's ja weiter nächste Woche? Zwischenstopp. Auf dem Weg zu deinem Ziel wirst du zuerst noch woanders verweilen, bevor es weitergeht. Die Erfahrungen, die du dort sammeln wirst, sind unbezahlbar und runden das Ergebnis am Ende perfekt ab. Besonders wenn du viele negative Erfahrungen machst, ne? Dann, da lernt man ja am meisten draus, ne? Dann weißt du nämlich, was du nicht mehr möchtest. Im Namen Gottes. Ja, bald wirst du einen Sachverhalt völlig anders beurteilen als jetzt. Du wirst irgendwas Wichtiges erfahren. Schon wieder. Im Namen Gottes. Wie geht's denn weiter? Nächste Woche bitte. Wolkenlos. Ja. Hier versperrt dir etwas die Sicht. Ja. Die einfachste Erklärung ist meist die richtige. Ne? Im Namen Gottes. Was ist denn nächste Woche noch wichtig? Verhängnis. Also hier ist irgendein Weg, scheinbar der falsche, ne? Ja. Höre auf deinen gesunden Menschenverstand, egal bei was passiert, ne? Und lass dich nicht zu irgendetwas verquatschen, weil das könnte dein Verhängnis sein, ne? Ja. Wunder. Oh, wenigstens ist noch eine positive Karte nächste Woche gefallen. Hier teilt sich das Meer. Das Unmögliche wird möglich. Du möchtest ja irgendwas. Du hast ja Wünsche und Träume, ne? Plötzlich tut sich ein neuer Weg für dich auf oder jemand kommt dir zur Hilfe,
in einer Situation, die total festgefahren war, wo du selbst nicht mehr weitergekommen bist. Na? Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder, wenn sie dir begegnen, dann wirst du sie auch sehen. Komme auch schon die ganzen letzten 14 Tage zu gar nichts mehr. Ich quetsche eigentlich die Kartenlegung immer nur dazwischen. Weiche nicht. Stehe zu dem, was du für richtig hältst. Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst und an meinen Werten zu zweifeln. Ne? Hier will dich jemand kleinkriegen. Bedingungslose Liebe Maria Magdalena. Aha, ja. Die Frau von Jesus Christus. Ne? Ja. Liebe dich selbst und andere und jede Situation, unabhängig von der äußeren Erscheinung. Du musst das Böse nicht lieben. Ich finde diese Karte nicht in Ordnung. Ne? Du kannst etwas lieben, was deine Liebe verdient hat. Ne? Ja. Aber liebe dich selbst. Ne? Im Namen Gottes. Geht's dann weiter nächste Woche? Du bist ein Kanal für göttliche Heilenergie. Ja, kann sein, ne? Dass du dich mit Schamanismus oder sowas vielleicht beschäftigen tust, ne? Oder bist einfach ein Mensch, ein Lichtarbeiter, der wo viel Gutes tut, ne? Das heilt ja auch. Hier kommt es auch zu einer Transformation, zu einer Veränderung, ne? Im Namen Gottes. Hier habe ich die Schmetterlingsfrau. Du durchlebst zurzeit enorme Veränderungen, die dir reichen Segen bringen werden. Ja, meine Veränderung gestern hat mir keinen Segen gebracht. Aber, oh, hier haben wir Kali. Ne? Kali haut so mit dem Schwert, das ist so diese Hindu-Göttin. Ich glaube, die hat 8 Arme oder irgendwas. In jedem Arm hat sie ein Schwert, ne? Eine Kette um den Hals, wo so lauter Totenköpfe dran hängen. Ne? Ja. Hier kommt es zu einem Ende und einem Anfang, ne? Im Namen Gottes. Das Alte muss losgelassen werden, damit du Platz für Neues hast. Hier habe ich auch die Lotusblume. Die Lotusblume wächst im Schlamm, ne? Und schafft sich da durch den Schlamm da an die Wasseroberfläche und blüht wunderschön. Also wartet was Schönes auf dich, ne? Und du musst dich durch den Schlamm kämpfen. Im Namen Gottes. Ja, also hier kommt es definitiv zu einem Ende und einem neuen Anfang. Und zwar, jo, das kann so von Knall auf Fall sein, ne? Von heute auf morgen. Im Namen Gottes. Geht schon weiter nächste Woche. Jo, du wirst von allen Seiten angegriffen. Oh, willkommen in meiner Welt, ne? Besonders wenn man nicht mehr kriechen kann und krank geworden ist, ne? Da schießen die am allerliebsten mit den Pfeilen, ne? Ja, furchtbare Leute, ne? Dafür läuft aber die Zeit scheinbar ab, ne? Weil hier habe ich ja Ende und Anfang, ne? Hier kriegst du ein Licht gezeigt im dunklen Tunnel, ne? Eventuell befindest du dich in einer langen, dunklen Seelennacht, wo du durch tiefe Täler von Schmerz und Tränen läufst, ne? Jo, zu einer Brücke, die wo dich in ein neues Leben führt, über die reißenden Flüsse drüber, ne? Ja, und das geht ins Glück. Hier habe ich den Skarabäus, das ist der ägyptische Glückskäfer, ne? Der wo übrigens so ein bisschen grünlich leuchtet, ne? Ja, die haben das den, die Skarabäen, das haben die Pharaonen alles da so angehabt, ne? Und wenn die gestorben sind, da haben die das noch auf den Leichnam da drauf gelegt bekommen. Also du gehst in dein Glück. Wie geht es dann nächste Woche weiter? Liebe geistige Welt. Jo, toxisch. Hast ein toxisches Umfeld. Eventuell mehrere Leute. Ne? Jo. Mehrere Leute, viele Streitereien. Ne? Du wirst nicht gut behandelt. Bösartige Worte, bösartige Gedanken dir gegenüber Rivalen. Ne? Jo. Die, wo ihr Gift versprühen, dieses Alte sollst du loslassen. Hier habe ich die Rute. Die Ruten, die stehen für Streitigkeiten, aber auch für Reinigung. Ne? Das bedeutet, das Toxische wird weggereinigt. Hier kommt jemand auf dich zu, eventuell eine Freundschaft, ne? Jo. Oder Freunde helfen, ne?
die wo dir treu und loyal ergeben sind, die wo dich lieb haben. Und das kommt zu einem glücklichen Neuanfang. Ne? Ja. Weil wir haben ja hier Ende und Anfang, Kali. Könnt ihr ja mal nachgucken in Google, Kali. Im Namen Gottes. Kali macht keine Gefangenen. Da fliegen die Schwerter. Im Namen Gottes. Wie geht's denn weiter nächste Woche? Oh, jetzt habe ich ein bisschen Arbeit. Bisschen viel. So, hier greift das Schicksal ein. Ich habe hier nochmal das Kreuz. Ne? Das habe ich ja da oben auch. Ne? Das Karma greift. Ne? Du wirst ernten, was du gesät hast. Und diese toxischen Leute, die werden auch ernten, was sie gesät haben. Ne? Wer sich ein bisschen auskennt mit der Bibel, ne? Die Hölle gibt es ja nicht ohne Grund. Ne? Und die gibt es wirklich. Ja, also hier greift das Schicksal ein. Ne? Ja. Auch bei diesen Leuten, hier habe ich eine Knochenhand, ne? Die wo es nicht gut mit dir meinen, die wo dich total vereinnahmen, ne? Ja, die wo dich eventuell nicht loslassen oder dich schlecht behandeln. Ne? Ja, das Ganze könnte überraschend sein. Bringt dir aber Freude, ein Geschenk. Ne? Und eventuell über Nacht, hier habe ich die Fledermaus. Hör auf deinen Instinkt bei allem, was du tust. Und hör nicht auf andere. Weil ich habe auf andere gehört und das hat mich jetzt in die Situation gebracht, wo ich jetzt dran hocke. Ne? Ja, hier kommt Glück auf dich zu. Ne? Ja, genau. Könntest du auch im Moment vielleicht gebrauchen. Ne? So, was habe ich denn hier? Ah, der Elefant. In den Krafttierkarten, Sieg und Erfolg. So, hier hat der Elefant ein kleines Herz drauf. Also hier schenkt dir jemand seine Liebe. Ne? Weil du sensibel, gutmütig bist und viel zu schwere Lasten getragen hast, ne? Ja, es geht darum, dass du erblühst, hier habe ich die Rose, ne? Ja, und durch toxische Leute wirst du ja vom Erblühen abgehalten. Du kannst dann, dort wo toxische Leute sind, kannst du nicht mehr wachsen, ne? Weil die werfen dir Stecken zwischen die Beine, ne? So, da bist du vielleicht sogar krank geworden, körperlich, seelisch, emotional, ne? Ja, genau. Habe ich schon hier. Krebs. Ja, vielleicht bist du Krebs oder kriegst mit einem Krebs zu tun. Ne? Jo. Aber toxische Leute sind so, du gehst 5 Schritte vor, ne? Da werfen die dich wieder 3 Schritte rückwärts. Dann fängst du wieder von vorne an. Ne? Ja. Drache. Also hier könntest du einen starken Freund kriegen. Ne? Drachen waren ja auch Beschützer, die haben ja nicht nur in der Mythologie Böses getan, die waren ja auch Beschützer. Ihr kennt ja bestimmt den Film Dragonheart oder Eragon. Ne? Ja. Also hier könnte ein starker Beschützer auf dich zukommen. So, das Ganze passiert auch mit Sicherheit. Ne? Wird erfolgreich werden und du bist auch offen dafür. Offen für eine neue Liebe. Ne? Kann ja sein, dass du jemanden kennenlernst, erst Freundschaft und dann Liebe. Ne? Liebe auf den zweiten Blick. Ne? Ja. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Na, 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 na. Jo, hier wächst was und gedeiht was. Ne? Fängt vielleicht klein an. Jo, hier habe ich wieder die Hundepfote. Also du kriegst Hilfe und Unterstützung und du brauchst die auch. Ne? Durch Freunde, die dir treu sind. Tiere sind ja sehr treu. Ne? Tiere zeigen uns eigentlich, was wahre Liebe ist. Egal, ob du groß, klein, dick, dünn, arm oder reich bist, die lieben dich. Ne? Ja. Krank oder gesund. Ne? Ja, also hier kommt es zu einer Transformation, zu einer Veränderung. Ne? Wir stecken ja alle in einer großen Veränderung. Also wem das nicht auffällt, ne? Ja. Ja, vielleicht mal genau hingucken, ne? So, also hier kommt eine große Veränderung auf dich zu. So, jetzt gehe ich mal noch die Glückskekse holen. Kleinen Moment. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Füßen. Jo. Toxische, das ist furchtbar. Das macht alles nur kaputt. Die Lichtarbeiter bauen auf und die toxische kloppen alles kurz und klein. Geht's dann weiter nächste Woche. So, holen wir die mal alle da.
So. So, die Karte, die fliegt immer wieder rum. Es könnte holprig werden. Du wirst viel Glück haben und alle Schwierigkeiten überwinden. Das wäre doch mal was. Ja. Vertritt heute klar deinen Standpunkt. Aha. Also nächste Woche auch, ne? Nicht nur heute. Ja, nächste Woche könnte ein Sternentag auf dich zukommen. Was du anfasst, wird zu Gold. Aha. Nutze die Informationen, die du erhältst nächste Woche. Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Insofern du keine toxische Person anlächelst, ne? Ja. Ja. Weil da kommt nichts zurück. Die haben ja nichts in sich. Leere menschliche Hüllen. Außerdem bist du nächste Woche dabei, eine äußerst wichtige Entdeckung zu machen. Ich glaube, das habe ich hier auch. Ne? Ja, eine Hütte, in der man lebt, ist besser ein Palast, in dem man weint. Und das ist sowas von wahr. Ne? Ja, genau. Palast kann gar nicht groß genug sein, wenn du einsam bist und drin weinst, dann ist es scheiße. Oh, du wirst ja bald schöne Reiseerlebnisse haben. Passt ja in die Urlaubszeit. Ne? Ja, also das ist das, was nächste Woche so kommt. Ne? So, jetzt hole ich mal noch einmal diese Karte. Was könnte denn noch wichtig nächste Woche sein? Berufung. Ob etwas das Richtige ist, erkennst du an deinem Enthusiasmus, Fleiß und deiner Kreativität, wenn das unaufhörlich fließt. Fließt da nichts mehr, bist du am falschen Ort. Opfertum. Ja, passt alles, ne? Vielleicht hast du mal irgendwann gedacht, du tust das Richtige und hast mittlerweile festgestellt, das war es nicht. Ne? Sei nicht traurig. Schon bald kommen wieder bessere Zeiten. Ne? Vielleicht hast du dich aufgeopfert für die falschen Leute. Ne? Jo. Und hast das nicht erkannt. Ne? So. Bitte noch eine Karte, liebe geistige Welt, für nächste Woche. Ein Ende kann ein Anfang sein, auch für dich. Alles, was du willst, liegt in deinen Händen. Es beginnt die Wirklichkeit, wenn die Träume enden. Alles, was du fühlst, ist ein Teil des Lebens und du gehst den Weg zu dir, niemals vergebens. Ja, du liebst jemanden oder jemand liebt dich, ne? Vielleicht verliebst du dich aber auch, ne? Ja, es kann sein, dass das auf dich zukommt. Geborgenheit, Herzlichkeit, liebevolle Atmosphäre, wo du dich umsorgt fühlst, ne? So, und bei diesen toxischen Leuten bist du definitiv nicht versorgt, ne? So, dann war es das mal von mir. Ich freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar. Wenn du meinen Kanal abonnierst, Glocke aktivierst, na, da kriegst du die Videos auch immer angezeigt. Jo, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Ne? Also, das Schicksal dreht sich weiter. Ne? Hier werden Dinge beendet, die wohl sehr negativ waren. Positive Dinge, die muss man ja nicht beenden. Ne? Dann wirst du eventuell eine kleine Ernte kriegen. Lass dich nicht ausnutzen. Ne? Das meinen ja auch nur diese toxischen Leute. Es kommt zur großen Reinigung vom Toxischen und zu glücklichen Neuanfängen. Ne? Jo. Und zu einer totalen Veränderung. Ne? Im Moment bist du noch in der Zwangspause, aber scheinbar wird sich das bald ändern. So, dann danke ich dir mal wieder fürs Zuhören und wünsche dir einen schönen Tag.